Hallo, hier ist euer Dutzend und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch, wie ihr auf Kursus den geheimen Trade bekommt und einen Nahkampfring, mit dem ihr extra Schaden macht. Und zwar ganz wichtig, die Händlerin müsste da sein, also auf dem Friedhof, und die Iskall-Königin müssen auf jeden Fall beide da sein. Und ganz wichtig vorweg, ihr dürft die Händlerin nicht aufwecken. So, und was wir als nächstes machen müssen, wir müssen uns infizieren lassen und uns einen Parasiten pflanzen lassen. Und sobald ich einen gefunden habe, melde ich mich wieder zurück. So. Ja, und da sind wir wieder. Wir haben so ein Vieh gefunden. So, und da bin ich auch schon wieder. Und etwas, was ich noch am Anfang vergessen habe zu erwähnen. Ihr dürft nicht zu einem Checkpoint gehen, weil sonst ist der Parasit weg. Ich muss jetzt hier einen richtigen Umweg gehen, weil am Anfang der Map so ein Monster mit Parasit war. Und ja, und jetzt laufen wir mal zur Königin. Jetzt teilen wir ein Herz, eine Seele, einen Sinn, der die Träume des Iskalls an sich bringt. Wir haben eure Taten für das Iskall nicht vergessen. Ihr habt uns auf heroische Weise das Herz des Wächters beschafft. Bringt dieses Geschenk über die Grenze dieser Welt hinaus und verbreitet die Botschaft des Iskalls. Unsere Stärke muss bekannt werden. Wir sind eins mit dem Iskall. Wir möchten um einen letzten Gefallen bitten. Es ist nicht eure Stärke, sondern eure Gerissenheit, die ihr benötigt. Die letzten unserer verlorenen Sippschaft lehnen das Iskall ab. Aber sie müssen vor ihrer eigenen Gerissenheit bewacht werden. Werdet ihr dem Iskall helfen? Ja, und hier ist es im Prinzip so. Dieser Dialog, ich werde dem Iskall helfen, erscheint nur, wenn die Händlerin auch auf dieser Map ist. Und dann drückt ihr einfach hier, ich werde dem Iskall helfen. Wir sind wahrlich eins innerhalb des Iskalls. Das Iskall hat uns gefunden und unsere Sippschaft die Erleuchtung gebracht. Wir können keinen von ihnen in Dunkelheit verlassen. Eine verlorene Seele versteckt sich unter den Toten, allein mit voller Angst. Wir müssen ihr das Licht des Iskalls bringen. Sie müssen dieses Geschenk des Iskalls zu sich nehmen. Nur dann können wir sie unsere Sippschaft willkommen heißen. Ihr müsst das Geschenk ungesehen übergeben. Das Iskall muss für die Geburt unserer neuen Welt heil sein. Seid vorsichtig. So, und jetzt haben wir im Prinzip diese Pinole bekommen. Und wie sie schon gesagt hat, wir müssen es ungesehen übergeben. So, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr leise seid und die Händlerin nicht aufweckt. Weil, wie sie gesagt hat, müssen wir das ungesehen übergeben. Deswegen laufe ich schon hier leise, damit sie nicht aufwacht. Den Parasit bräuchten wir jetzt zwar nicht mehr, aber... Also ich habe jetzt diesen Trade hier bekommen und das bedeutet Verbrauchsdauer. So, und jetzt gehen wir im Prinzip wieder in einen Handschuh rein. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Und jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Ja, und jetzt sehen wir schon, wo ist denn die Händlerin hin? Jetzt ist hier die Tür offen. Ja, und hier ist so ein Monster. So. Und jetzt kriegen wir noch den Ring des Unrein. Also unbewaffnete Nahkampfangriffe versuchen zweimal, also doppelten Schaden, und Ausweichmanöver mit schweren Rüstungen verursachen vierfachen Schaden. Also dieses nach vorne werfen. So, gut, und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und dann verabschiede ich mich und sage dann auch nur noch, der Lappe bleibt offen.